Einen wunderschönen guten Morgen in der KW. Was haben wir denn überhaupt? Vermutlich 14, glaube ich. Ja, also wie ihr draußen hört, der Freischneider ist am Rattern, genauso wie die Kaffeemaschine. Das heißt, ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Der Abdul ist schon draußen und ist am Freischneiden. Und die Sonne ist an draußen. Das ist sehr, sehr gut. Denn heute säen wir Bohnen aus und Radieschen. Und wir gucken nochmal, was wir sonst noch so finden. Jo. Ja, und jetzt kommen wir zur allmorgendlichen Kontrolle hier. Das sieht ja wunderbar aus. Guck mal, das sieht schon alles richtig nach Salat aus hier. Super geil. Ja, wir haben schon schöne Köpfe hier so. Ja, die sind jetzt noch nicht so super riesig. Aber ich sag mal, wenn man die jetzt schon abschneiden würde, hätte man so Baby Leaf, sagt man, glaube ich, dazu. Also das ist alles wunderbar. Und es wächst auch alles hier prächtigst. Ja, und Kontrollefolienhaus Nummer 2. No, hier, das ist aber schon, das ist schon vorzeigefähig. Also hier ist der Rucola. Wächst sehr gut, die Rauke. Hier sind Radieschen. Dann kommen wir nochmal auch mal einen Test. Also langsam müsste nämlich hier so ein bisschen dicken Wachstum einsetzen. Na, guck mal, da kann man schon sehen. Ja, komm, wir holen mal einen raus. Ja, also die sind noch sehr, sehr winzig, aber es sind Radieschen, ne? Das ist schon mal super. Ja, und dann haben wir schon den Salat. Ich mache mal so, dann kann man mal so ein bisschen sehen im Vergleich mit meiner Hand. So, also das ist schon ganz okay. Das ist schon ganz okay. So, und Gewächshaus. Hier wird es so langsam richtig grün. Geil, ne, was, hey? Super, ne? Ah, und alles wächst ja geil. Hier sind die kleinen Tomatenpflänzchen. Geht es auch noch gut. Hier ist der Estragon, glaube ich. Oh, der geht auch richtig ab, der ist super. Kohl irgendwann, ne? Spitzkohl. Spitzkohl da. Genau. Da ist ja hier Sellerie. Sellerie, genau. Staudensellerie. Zwiebeln. Stuttgarter Riese, wunderbar. Mangold. Ah, Mangold auch gut. Sehr schön. Ja, Mangold auch gut gewachsen. Und hier ist Gandana. Ja, wächst auch sehr gut. Sehr schön, sehr schön. So, Blumenkohl haben wir noch. Gut, wunderbar. Sauerampfer. Und das ist die Schnittlauch. Schnittlauch. Auch schon am Wachsen, siehst du? Ja, aber da haben wir irgendein Kohlgewächs dazwischen. Ja, von dem, glaube ich. Ja. Von Spitzkohl, keine Ahnung. So, Sauerampfer jede Menge. Und dann haben wir hier noch rote Beete, auch richtige Apparate. Ja, wunderbar. Boah, von hier sieht das alles immer super spitze aus. Wird so richtig schön grün wieder. Wunderbar. So, am Anfang April. Wir sind auch 3 Monate Zeit. Perfekt. Ah, und hier sind wir draußen auf dem Acker. Was hier perfekt vorbereitet hier alles. Ja. Schnittlauch im Wind. Das sieht alles richtig schön aus hier. Wunderbar. Wo wir gerade mal dabei sind. Also, wir haben ja hier so einen Kopfsalat. Man kann mal so gucken, welche Größe der hat. Das sieht ganz cool aus. Die sind alle so. Also, das hier ist Folientunnel. Ja? Und Thema Witterung und was für ein Vorteil hat ein Folientunnel. Hier sind die Dinger so groß und auf dem Feld sind die eigentlich zeitnah ausgebracht worden. Hier sehen die so aus, auf dem Feld sehen die, ja, am Feld sehen die so aus. So, also das heißt, wir haben hier so einen wirklich zeitlichen Verzug. Unglaublicher Vorteil im Folientunnel. Hier draußen tun sie sich nur ein bisschen schwer. Wir haben aber auch gerade wieder so 1 Grad, minus 1 Grad. Also es wird schon alles was, aber hier deutlich länger dauert es, deutlich länger. Und wir hatten ja gesagt, dass wir hier draußen so ein bisschen pokern. Das ist auch passiert, weil ich zeige mal einen Kohlrabi. Ja, der Kohlrabi, der findet die Temperaturen jetzt auch nicht so richtig geil. Da sieht man immer hier, dass der so eine dunkle Verfärbung bekommt. Ne? Also findet er nicht so geil. So, hier das Herz schon in Ordnung, aber da sollte jetzt langsam auch mal Sonne drauf, damit das alles klappt hier. Schwupp, sind wir schon wieder im Gewächshaus. So, was hier passiert? Also hier sieht man, ja, da ist Kürbis ausgesät worden. Das ist eine Palette, 55 Pflanzen, Jack-O-Lantern. Das sind so richtig fette Dinger. Haben wir uns mal gedacht, vielleicht für Halloween oder so, kann man noch mal einen schnitzen. Das ist hier vorne in der Palette. Und ansonsten kommen hier eine Menge Hokkaidos. Und dann sind da hinten noch 2 Paletten Zucchinis. Oder 4 so auch. Ganz, guck mal, ey, und der Wasser macht gerade noch so Gurken, 2 Paletten. Ja, weil das können wir nämlich jetzt machen. Die Temperaturen hier sind echt spitze.
Macht richtig Laune. Ist schön warm hier drin jetzt. Also wenn hat und die ganze Woche, ja, Temperatur, genau. Die ganze Woche soll tolles Wetter sein. Und jetzt ist tolles Wetter super. Dann machen wir nämlich jetzt auch die ganzen Kürbisgewächse, also Zucchini-Kürbis und so. Die brauchen immer viel Temperatur. Die haben sie jetzt. Und deswegen Marsch. Ja, und was jetzt passiert ist, ist, dass tatsächlich alle Tische voll sind. Mega. Super, passt auch. Ja, so im Mai kann dann alles raus. Und dann sind wir super in der Zeit. So, dicke Bohne. Alles in Breitwurfsaat. Jetzt wir auf eine Tüte und dann wird das richtig verteilt. Dann gehen wir gleich nochmal mit der Maschine drüber. Und dann wird das unter die Erde gebuddelt. Ja, hier die Krone. Das ist natürlich ein richtig fettes Korn. Ne? Das ist ein richtig fettes Korn. So, die dicke Bohne hier. Also kann man die so eben so ausbringen. So, sehr anspruchslos. Passt schon. So, jetzt haben wir die dicke Bohne hier in Breitwurf ausgebracht. Und wir sind so super klug. Jetzt fährt der Wasser hier dann nämlich nochmal drüber mit der Fräse und dann buddelt der alles unter. Dann ist dieses ganze, der ganze Teil hier mit der frischen Erde, da wächst überall dicke Bohne. Da haben wir auch ordentlich mit drauf geschleudert. Das ist super. Ah, wir sind so schlau, ne? Mann, ist sehr schlau. So, ist ganz schön windig. Der Wasser hat einfach mal hier kurzerhand, bäm, wieder einen Graben gebastelt und hat den Schlauch wieder versenkt. Ist schon besser, wenn man hier auch mit dem Rasenmäher rüberfährt und so. Und Arbeitssicherheit. Für auch für die ganz dummen Menschen auch mit Füßen. Ne? Dann passiert hier so, fährt man ganz doof hin. Ja, ja, das jetzt ist das witzig, aber ich glaube, das ist anerkannte Berufskrankheit bei Gärtnern, über einen Schlauch stolpern. Oder Berufsunfall, wie auch immer. Das ist so. Ja keiner, wo die Wasser durchgehen. Perfekt. So. Ist windig, wir fahren nach Hause, Wasser, bis morgen. Morgen, Faust. Alles gut. Bam. So, hier wieder das übliche Bild. Wir haben heute Dienstag. In der KW 14 habe ich mal geschaut, glaube ich. Ja. Ja, da kommt man ja auch durcheinander. Ne? Ist auch viel zu tun. Ja, ich weiß noch gar nicht, was wir heute machen, aber es ist ein fantastischer Tag. Und bin mir sicher, dass der Wasser schon da ist. Und ich glaube, wir machen heute Radieschen. Nachdem das gestern noch ganz gut geklappt hat mit den dicken Bohnen, machen wir heute mal Radieschen. Versuchen wir mal ein bisschen die Felder voll zu kriegen. Irgendwas finden wir bestimmt auch noch, was wir heute machen können. So, ich freue mich. Dann ist gleich, ja, hier ist schon alles vorbereitet. Ich sehe das schon wieder. Super. Bam! So, hier. Die Technik hält wieder Einzug hier auf dem Acker. Ab und zu muss das sein. So, das ist hier ein richtig spitzen Gerät. Damit kann man prima Wildkraut wegmachen lassen und so. Und, ach hier, was hier? Ich helfe dir mal. Warte mal, warte mal. So. Nee, so, Kollege. So, nicht zu tief. So, jetzt müssen wir das hier ein bisschen einstellen. Komm ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Lass ihn runter. Nochmal. Oh. So. Ja, wir haben nämlich heute was vor. Wir machen nämlich heute so kleine Häufchen hier. Und die sind auch seinerzeit immer von Hand gemacht worden. Aber durch diese technische Revolution hier werden wir da vorne jetzt für Möhren mal ein bisschen so kleine Hügel bauen. Ja, in der Praxis sieht das dann wie folgt aus. Ich zeige euch das hier. Mann, super Gerät. Ja, Mann. Ja, ein bisschen gedauert, aber der Winter war lang. So, jetzt hier mit dem Gerät und da ist so ein Flug dran und dann geht das jetzt in die Richtung. Dann macht er rechts und links so Häufchen. Für die Möhren. Muss man nicht mehr von Hand machen. Fertig. Ha. Was auch nichts passiert wäre. Ja, ich sag mal so von Hand, wäre eine Tagesaufgabe gewesen. Jetzt hier Wasse und Minichar. Der Minichar, aber echt. 300. Ne, 1300. Ne, 3100. Agria 3900.
Tank ist so unglaublich hübsch. Den stelle ich mir gerade auf einer Mofa vor. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe schon bei eBay Kleinanzeigen geguckt, kann man kaufen. So, ja, jetzt machen wir hier 6x Möhren Afghanistan, 6x Möhren Demeter. Ja, mal der gleiche. Lila heißt er, ne? Die Schwarze, so wie die Schwarze, so sieht er mit Lila heißt. Ja, die Schwarze, die. Ich glaube auch. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Dann sind wir nämlich schon bis hier. Guck mal. Ja, der kommt doch von Afghanistan. Die sagt, der muss auch rausbringen, ne? Inshallah. Wir versuchen, ist scheißegal. Exakt. So, weiter geht die Reise. Möhren geht da immer. Möhren geht immer. Immer. Ja, immer. Möhren sind doch super. Weil Möhren, also die kann man halt über einen ganz langen Zeitraum ernten. Das heißt, wir bringen die jetzt aus. Und dann kann man natürlich schon frühe Möhren ernten. Und dann kann man aber auch ganz späte Möhren ernten. Herbst noch Möhren ernten und so kann man nicht. Deswegen machen wir mal 12 Stück hier und dann brauchen wir mal so 2 Reihen abräumen und haben wir insgesamt 6 Ernten an Möhren. Sehr gut. So. Boah, so, jetzt nochmal so. Also hier alles für Möhren. Der Wasser arbeitet nochmal ein bisschen nach. Und hier sieht man, sind so Pflanzreihen oder Saatreihen für Radieschen. Die kommen nämlich auch noch da rein. Ja, alles in allem ist dann ein relativ großes Feld. Wenn wir das heute fertig kriegen, ist das auch gut. Ja, wir können es gleich aussehen, glaube ich. Ist gut vorbereitet. Ja, ja, ja. Jetzt wollte er natürlich wissen, was macht der Wasser denn hier? Ja. Was macht der denn da? Der nimmt hier Sand, sag ich mal. Ja. Ja, so eine Herde. Was macht er damit wohl? So, was das ist hier? Persische Leute wissen Sarak. Das vielleicht. Steht am Kopf. Jetzt einmal so. Sarak. Sardak. Sardak? Sardak. Ja, das ist Kor. Kor. Sardak. Das ist was anderes, das ist nicht Blau oder Lilia. So. Wie hieß das denn nochmal da drüben? Welche? Gandana. Gandana, genau. Und das Saatgut, Möhrensaatgut, kommt jetzt da rein, dann wird das vermengt, damit man das besser ausbringen kann. Ja. Genau. So, und jetzt hier wieder Gärtner-Tipp. Und zwar, die Möhre ist ein Bling! Lichtkeimer. Das heißt, nicht so viel Erde drauf. Eigentlich reicht das, wenn die Saat nur so oben drauf liegt. Wird aber natürlich weggespült vom Wasser. Und deswegen ist das ganz klug, das mit ein bisschen Sand zu beschweren. Da, ich zeige gleich mal hier das Saatgut. Einen Moment. Ja, das ist noch mit Laub sogar. Ja, das ist extra sogar so mit Laub, damit du das besser ausbringen kannst, tatsächlich. Das haben die schon gemacht. Ja, das ist klug. Also da steht dem Ganzen wohl nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Das läuft dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja. So, jetzt kleiner Wettbewerb hier. Der Wasse, Abdul, mach die 5 rein, ich mach die 5 rein und eine Reihe machen wir zusammen. Wollen wir nämlich mal gucken hier, wer mehr Glück mit der Aussaat hat. Ich bin gespannt. Werden wir dann ja später sehen, ne? Später sehen, ja. Aber sehr wahrscheinlich wird der Wasser hier meine Reihen nicht gießen und dann sieht das so aus, als ob seine Reihen viel, viel besser werden. Ja, da lachst du, ne? Auch meine ich auch sauber, dann ja. Und ich ziehe die Möhren dann immer heimlich raus vom Wasser und sage, warum wird das nichts, Wasser? Ja, genau. Ja, nein, machen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass es ja alles wächst. Aber wir gucken mal. Schaut gut aus, das war's. Ich zeig mal hier ein Wasser, letzten Meter. Tada, der Möhren-Express. Ja, sind ein paar Möhren für dieses Jahr, ne? Genau. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass das alles so klappt. Nein, wird klappen, mit Sicherheit. Wir haben jetzt 3 verschiedene Sorten. Wir haben da drüben einmal die afghanische Möhre. Dann haben wir hier, ich glaube, eine dunkle Möhre, so lila. Purple Haze. Und dann, die heißen wirklich so, Purple Haze, die Sorte. Und dann haben wir hier noch irgendeine andere Demeter, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall 3 verschiedene. So. Das ist ganz gut. Also viele Möhren, damit sind wir auch durch. Radieschen sind auch schon zu. Ist auch alles cool. Also haben wir hier unser Tageswerk. Was noch auf der Liste steht, ist heute dort alles einzäunen, damit kein Reh und Hase unsere Salate wegfressen. Und vor allen Dingen den Kohlrabi. Das machen wir gleich auch noch. So, weil wir gerade so in so einem lustigen Modus sind. Also wir haben gesehen, da sind schon Kohlrabis angefressen und ein bisschen Salat auch. So, und den müssen wir jetzt mal so ein bisschen, die Sachen müssen wir schützen.
extra. Deswegen haben wir hier einen Zaun aufgebaut. Ja, also das ist so gegen Hasen und auch Rehe. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber ein Hase kann ja hier durch und so, der ist ja auch nicht doof. Ja klar, aber hier ist auch Strom drauf, ne? Kommt Strom drauf, macht der Hase einmal. Dann weiß er, dass dieses blaue Ding hier und das weiße, dass das irgendwie ein bisschen wehtut. Und dann denkt sie sich, ach scheiß auf den Salat, ich esse doch lieber irgendwas anderes. So. Ja, das wollen wir alles schützen hier. Und deswegen Zaun rum. Yes. Ja, super. Jetzt aber ein bisschen vielleicht, stelle mir da Wasser von da kommt, ja, aber windig. Ja, welche Richtung? Ach so, da kann ich gar nicht sagen. Genau, wir machen nämlich auch Wasser jetzt drauf, damit die ganze Saat hier noch ein bisschen Wasser kriegt. Und die Radieschen hier auch. So. Ne, von da ist der Wind, von der anderen Seite. Peng! Wasser läuft zum ersten Mal in diesem Jahr. Sehr schön. Also zumindest draußen. Alles eingezäunt, tiersicher gemacht hier und drüben ist ausgesät. Oh, den ersten Teil vom Acker haben wir voll hier. Das ist sehr, sehr schön. Wunderbar. Mal gucken, womit wir die nächste weitermachen. Nächste Woche ist Pflanzenlieferung. Da kommen Paprika, Auberginen und Tomaten. Und nächste Woche werden wir sehr wahrscheinlich auch schon die erste Ernte machen. Hier Salat kommt raus, Radieschen kommt raus. Also quasi die letzte Ferienwoche, freitags. Da gibt es alles Gute für den Salat. Damit wir die Häuser nämlich frei haben, das dann eine Woche später. Und dann können wir nämlich die Tomaten und Paprika direkt reinsetzen. Und dann sind wir super in der Zeit. Geil.